Wat nun? Glaubst du echt, die interessiert es einen Scheiß, wie du aussiehst? Scheiße, ich muss auch noch packen. Und aufhören, mit dir zu reden, wie? Ein Augenblick mal. Habt noch Zeit. Könnt ihr euch beiden noch einen Besuch abstatten? Gibt es noch eine Möglichkeit? Ja, gibt es. Okay, alles klar. Ist nicht viel, aber das ist okay. Ich brauche ein Auto. Steve. Ich sollte Steve fragen. Das soll wenigstens zwei Enden haben. Wer ist da? Was willst du? Entspann dich, Steve. Ich bin's. Hey! Hey, Junge! Was geht, Jumba? Du, ich hab mir das neue Album vom Kirsty's Metal Hands geholt. Die ersten vier Songs, oberaffengeil! Ich brauche ein Auto und einen guten Fahrer. Muss heute ein paar Sachen in der Stadt erledigen. Kein Problem, ich fahr dich. Meine Mom dreht eigentlich durch, wenn ich einfach so gehe. Nicht, dass sie mir überhaupt zuhört oder so. Wollen wir? Hey, sag mal, wenn ich viel spiele, tun mir die Finger weh. Wie kriege ich das weg? Gar nicht. Das ist ganz normal, dass Metallseiten dir ins Fleisch schneiden. So ist das halt. Oh. Aber keine Sorge. Wenn du lange genug spielst, kriegst du irgendwann Hornhaut. Was glaubst du, wo du hingehst, du kleine Missgeburt? Kurz raus. Wohin? Kurz raus. Bin gleich wieder da. Mach dich rein, aber Dalli, wer weiß, was du vorhast. Du hast nicht rauszugehen, klar? Oh, Scheiße! Hast du wieder meine Schlüssel geklaut? Rein und lass ihn sofort in Ruhe und klappe! Komm mir nicht blöd! Glaubst du, ich habe Angst? Du bist auch nur ein Penner wie alle hier! Trau dich ruhig. Na komm! Hab keine Zeit für den Scheiß! Wer soll denn das sein? Was weiß ich? Irgendein Penner. Sehen alle gleich aus. Oh Mann, hat der gezittert. Hatte Schiss, dass du ihn fertig machst. Sorry, das wollte ich nicht. Machst du Witze? Ich. Ich wünschte, ihm würde was zustoßen. Spring rein. Ja, Junge, was los? Am würde ich ihn selbst fertig machen. Ich wäre gern stark, so wie du. Das wirst du. Irgendwann. Ich hoffe nur, bis dahin erkennst du, dass er keinen blauen Fleck an deiner Faust wert ist. Wieso das?
weil du erkennen wirst, wie schwach er ist. Das wird wehtun. Wohin soll's gehen? Time Machine. Nice. Da habe ich mal Carrie Eurodyne gesehen. Bist ein Fan. Du bist eine Legende. Na klar bin ich Fan. Du etwa nicht? Carrie ist okay. Ich habe im Radio gehört, dass Carrie Silverhands Tod ausgenutzt hat, um selbst berühmter zu werden. Gegen Mediengeier ist kein Kraut gewachsen. Hab nichts in der Birne, besonders die Musikfritzen. Carrie ist ein verdammt guter Musiker. Mehr zählt nicht. Aufrichtig. Schon immer gewesen. In jeder Hinsicht. Oh, klingt fast so, als kennst du ihn. Das tue ich auch. Ich werde auch irgendwann mal Musiker. Dann fang an, Songs zu schreiben. Solange du genug übst, wirst du es schon schaffen. Fang sobald es geht damit an. Ich hab schon ein paar Melodien im Kopf. Gut. Der Text ist irgendwie das Schwierigste. Wenn mir was einfällt, kommt es mir entweder blöd oder bekannt vor. Ich weiß einfach nicht, worüber ich schreiben soll. Schreib über das, was du kennst. Goldene Regel für Songwriter. Und nicht nur für die. Aber ich kenn gar nichts. Nur unser Haus, das war's. Erstens ist das Bullshit. Und zweitens bietet der Megatower bestes Material. Und drittens? Es gibt immer ein Drittens. Du bist jung. Gib dir Zeit. Die Texte kommen schon noch. Das Leben macht dich fertig, um dich gleich danach wieder zu umarmen. Gut für die Musik. Wenn man die Fahrt überspringen. Gibt's halt den Abspann? Also Johnny ist jetzt in Wies Körper. Ja, so bald, ja, okay. Also das andere Ende werde ich euch auf alle Fälle auch noch zeigen, wenn wir über die Brücke gehen. Da. Mega. Bleibst du im Auto? Hey, ich komme mit rein. Check mal die Erscheinung. Das kann ich für dich tun. Es tut nichts Neues. Abgehört, Carrie Eurodyne kommt manchmal vorbei. Das ist der beste Musikladen in Night City. Hier kommt jeder. Weißt du, warum sie noch kommen? Nein, aber ich schätze, du sagst es mir gleich. Ich schniffle meinen Kunden nicht hinterher. Interessiert mich. Und ich plaudere nichts aus. Also, wie kann ich helfen? Ich suche eine Six-String, elektrische. Alles voll davon. Ich will was Solides, was Echtes. Wie? Die sind das nicht? Die rasselt beim tiefen E. Der Hals ist verbogen. Braucht nur einen Schraubenzieher. Das Wichtigste sind die Pickups. Wenigstens die sollten vernünftig sein. Scheißegal, wie die Gitarre aussieht. Okay. Nichts als Billigmist aus Sperrholz. Einfach nur mit unbehandeltem Furnier überzogen. Aber Spielbahn. Man muss nur wissen, wie. Versteh's nicht falsch, aber ich will ein echtes Instrument. Und ich zahle mit echtem Geld. Ah, sag das doch gleich. Komm mal mit nach Wien. Komm auch mit. Ja, vielleicht lernst du was. Wie wär's hiermit? Wow! Wie geil ist das denn? Und links,
die neuesten Chromatics and Hendersons. Vintage-Schmuckstücke sind hinten. Ich werde ausprobieren. Nimm sie dir. Lasst euch hier hinten mal allein, sonst räumen mir die Bastarde vorne noch den Laden leer. Jemanden gekannt, der Silverhand so spielt. Ich hab gelesen, er hat nie Unterricht genommen. Hat sich alles selbst beigebracht. Eigener Style. Wie machst du das? Ich meine, dass du wie er klingst. Gutes Ohr, Junge. Keiner kann Silverhands Style imitieren. Du aber schon. Gerade eben. Dann steckt in mir wohl ein bisschen Johnny. Oder viel. Vielleicht bin ich ja Johnny. Aber wie soll das gehen? Johnny wäre jetzt 80 Millionen Jahre alt oder so und du bist viel zu jung. Naja, das hier ist nur ein Körper. So hat es das Schicksal gewollt. Letztendlich bin ich, wer ich bin. Ja, klar. Chumba, du bist noch ein größerer Psycho-Fan als ich. Hast immer noch nicht gesagt, wie du es machst. Mach dir darüber keine Gedanken. Erfinde deinen eigenen Style. Alles eine Frage der Übung. Und Talent. Talent hast du. Echt? Findest du? Ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht glauben würde, dass es die Wahrheit ist. Nicht mehr. Bester Tag ever. Scheiße, meine Hände zittern. Rocker sind Rebellen, sagen immer, was sie denken. Hab das mal bei meinem Dad versucht. Lief nicht so toll. Irgendwann weißt du, wer du wirklich bist und was du von der Welt willst. Versteh ich nicht. Du willst ein echter Rebell sein? Dann sei du selbst. Sei echt. Rebellen werden gemacht, nicht geboren. Das Leben verarscht sie. Aber sie lassen das nicht zu. Du bist komisch. Aber ich mag dich trotzdem. Bist echt okay, Kumpel. Spielst du noch was? Nein, keine Zeit. Ich bezahle, dann machen wir einen Abgang. Ich kauf die. Ausgezeichnete Wahl. Schön zu sehen, dass sie in guten Händen ist. Darf sonst noch was sein? Nein, danke. Hier, bitte. Bis dann. Lass uns abhauen. Ich muss noch woanders hin. Okay. Jo. Wir hatten so viel Geld gehabt. Alles weg. Okay, lass uns abhauen. Gerne. Wohin soll's gehen? Zum Friedhof. Ja, wo ist er? Ein Friedhof in Night City? Mein Dad sagt, die werden einen neuen Konzernkrieg anzetteln. Könnte jeden Tag soweit sein. Glaubst du das auch? Dass es wieder Krieg gibt? Keine Sorge, es gibt keinen neuen Krieg. Arasaka ist schwächer, als sie zugeben. Ich hasse Konzerne. Ich auch. Quetschen dich aus, bis die Augen rausfallen, aber es reicht trotzdem nie. Dein Rückgrat wollen sie auch gleich dazu. Hier in der Nähe wohnt ein Freund von mir. Oh. Kann man von hier nicht sehen. Wollt's nur sagen.
Ist es ein guter Freund von dir? Hat mich mal zu sich eingeladen. Seine Mom hat was gekocht. Dann sind wir zur Brücke und haben gechillt. Ich fahr gern hier lang. Schöner Ort. Ja, du hast recht. Es ist wirklich schön hier. Warst du noch nie hier? Doch, doch. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Hatte nie Zeit, mich mal hinzusetzen, die Augen zu öffnen. Die Stadt ist mir durch die Finger gerutscht. Vorbeigeflogen. Unter den Füßen und über meinem Kopf. Weiß nicht mal, wann es losging. Willst du einen Song drüber schreiben? Vielleicht. Wow. Wusste gar nicht, dass du eine Waffe hast. Voll krass. Mein Dad hat mal solche vertickt. Willst du jemanden abknallen? Das mache ich nicht mehr. Es sei denn, dieser jemand gibt mir einen Grund. Nicht mehr? Es gab mal eine Zeit, da dachte ich, das Leben wäre nichts wert. Nichts von Bedeutung. Das dachte ich über mein Leben. Aber vor allem über das von anderen. Was willst du damit machen? Sie dort platzieren, wo sie hingehört. So, wir überspringen mal wieder in die Fahrt. Mitkommen? Nein, warte hier, okay? Dauert nicht lange. Okay. Danke für... Naja, für alles. Jetzt weiß ich's besser. Und ich werde das Beste draus machen. Also mach's gut. Also sprich, lebt wie hier über Rahmen oder wie soll ich mit verstehen? Und wohin jetzt? Ich muss den Bus kriegen. Der Typ, den du, besucht hast. Ist der schon lange tot? Nein, noch nicht lange. Tut's weh? Ein wenig, ja. Als mein Opa starb, habe ich ihn vermisst. Heute vermisse ich ihn nur noch manchmal. Tja, wir steigen mal in den Bus ein. Und hiermit verlassen wir Night City.
Haltet den Bus an! Hey! Komm zurück! Warte! Die Gitarre! Du hast die Gitarre vergessen! Nein, hab ich nicht. Ich hab gar nichts vergessen. Werde ich nie. Frag mich, wo er hinfährt. Was passiert jetzt? Hm? Es war Cyberpunk 2077. War ein echt schönes Spiel. Also CD Projekt hat sich eigentlich. Déjate de bendejadas. Schon wieder die Mailbox? Was ist los mit dir? Hast du deine Sprache verloren oder was? Was ich dir. Sí, claro. Was ich dir erzählen wollte. Ich koche am Sonntagabend was. Für Jackies Geburtstag. Alle seine Lieblingsgerichte. Chilaquiles, Tamales, vielleicht sogar Elote, wenn ich echt den Mais bekommen kann. Wäre schön, wenn du vorbeikommen könntest. Denk drüber nach. Cuídate, amorcito. Klar gab's hier und da ziemlich viele Fehler. Grafikfehler und. Aber sonst die Story wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Auf alle Fälle, ich mache jetzt irgendwie noch, muss ich mal schauen, irgendwo noch hier eine Abstimmung. Hey, wie? Was geht? Lang nicht gesehen. Lass mich raten. Du bist immer noch in Topform und voll dabei in Night City. Tja, damit habe ich abgeschlossen. Wollte nur kurz anrufen, um Danke zu sagen. Für alles. Erst nachdem ich alles hinter mir gelassen hatte, wurde mir klar, wie depressiv ich die ganze Zeit war. Ich sag's dir, wie, wenn du je die Chance bekommst, hau ab und blick nicht zurück. Die Last, die von deinen Schultern genommen wird, ich kann's gar nicht in Worte fassen. So, genug gute Ratschläge. Mach's gut, Kumpel. Ja, was ihr so als nächstes vielleicht sehen wollt für Spiele, also ich mach da einfach mal oben eine Abstimmung. Echt jetzt? Du gehst mir einfach aus dem Weg? Natürlich tust du das, feige Ratte. Ich geb dir einen guten Rat, Johnny. Genieß dein zweites Leben, denn viel Zeit bleibt dir nicht mehr. Das ist mein Ernst. Glaub mir, ich werd dich finden, du verfickter Psycho. Egal, wo du dich versteckst. Und
Dann reiß ich dir wie aus dem Schädel. Frag mich nicht wie, aber bisher zähle ich auf reine Willenskraft. Weißt du, was du bist, Johnny? Ein Parasit. Ein verfickter Bandwurm. Verstehst du mich? Genieß das bisschen Zeit, das dir noch bleibt. Tö. Ja. Oh. Hab gehört, dass in Night City was Großes vor sich geht. Und dass ein gewisser Wie die Hauptrolle spielt. Keine Ahnung, was du jetzt vorhast. Aber denk dran. Wir kümmern uns immer um unsere Leute. Und, bist jetzt einer von uns, Wie. Gehörst zu den Aldecaldos. Vergiss das nicht. Pass auf dich auf, ja? Und wir sehen uns. Wie? Hey! Hörst du mich? Shit, zeichnet das Ding hier auf. Okay, also, wir alle haben uns gefragt, wann du endlich mal vorbeikommst. Ach, könnten den Grill anschmeißen, uns ein paar Drinks gönnen, Rennen fahren oder Ruffen Schiff einen Besuch abstatten. Was ich sagen will, die Badlands könnten einen Teufelskerl wie dich gebrauchen, Wie. Ich weiß ja nicht, was bei dir gerade abgeht, aber denk dran, dass du hier draußen jederzeit willkommen bist. Okay, mach's mal gut. Können wir weiter? Ja. Was wir so vielleicht als nächstes spielen. Auf alle Fälle kommt noch das andere Ende, wenn wir über die Brücke gehen. Und vielleicht sehen wir uns denn auf alle Fälle danach so oder so wieder. Wir machen noch ein paar Nebenmissionchen. Hey, hier ist Benales. Wie? Das musst du hören. Aber zunächst musst du irgendwo hin, wo niemand dich belauscht. Also, meine Frau, Elizabeth, steckt in der ganzen Sache mit drin. Sie sagt ständig, ich soll auf mich aufpassen. Besteht darauf, dass ich diese Pillen nehme. Sagt, das wären Vitamine. Ich habe die Teile im Labor analysieren lassen und alles sieht okay aus. Aber woher weiß ich, dass niemand das Ergebnis verfälscht hat? Also, ruf mich an, wenn du eine Minute hast, okay? Ach ja, und vergiss nicht, die Nachricht hier zu löschen. Noch ein paar Nebenmissionchen auf alle Fälle, wenn irgendwann das DLC rauskommt, werden wir das auf alle Fälle auch spielen. Auf alle Fälle. So, jetzt würde ich sagen, ist meine Abendansprache für dieses Ende gewesen. Auf alle Fälle kommt dann noch das zweite Ende. Vielleicht gibt es auch noch ein... Sorry, dass ich störe. Ich weiß, du bist schwer beschäftigt und so. Aber... ich hab mich gefragt, wie es dir geht, also hab ich mal die Karten gelegt und... oh je. Der Gehängte, der Magier, der Stern... das sind keine guten Karten, Wie. Die sind richtig übel. Sowas wie der Tod. Nur nicht ganz. Pass auf dich auf, okay? Ich hoffe mal, bald von dir zu hören. Wie wir über die Brücke laufen. Und da würde ich jetzt sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wie auch immer. Und wir sehen uns auf alle Fälle in den Nebenmissionen wieder und im DLC. Bis dahin, ciao.
said what you had to say, but I think of beauty. What you had to say, but I think of beauty.
Trust us with the mindset.